Heute sind wir in einer ehemaligen Psychiatrie oder auch Altenwohnheim oder Krankenhaus. Gefühlt war es alles. Dieses große Gebäude hat was sehr Mystisches an sich. Es ist groß, alten Baustils und sehr runtergerockt. Es hat bereits dort gebrannt und man sagt, dass sich Leute dort auch selber... Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Leider ist mir die Begrüßung abhanden gekommen. So verzeiht mir dieses Missgeschick. Aber ab jetzt geht's auch wieder richtig weiter mit Benuel. Und wir würden uns über ein Abo freuen. Support ist kein Mord. Und wer die Glocke nicht hat, ist definitiv das Abo nicht wert. Nun, viel Spaß. Weiter geht's nach dem Intro. Ja, Leute, wie ihr jetzt auch gerade gehört habt von den Leuten, ist das so ein komisches Anwesen für Hochzeiten, Mann, Hotel, Kur, Dings, Bums, alles drum und dran. Hier ist nochmal gebrannt, das sieht man. Das sieht alles doch sehr interessant aus, hier mit dem Badezimmer. Irgendwas in der Art. Ja, Leute. Wie gesagt, ne, gut. Letztes Jahr kam jetzt einen Samstag mal kein Video raus, aber gut. Lag auch eher daran, weil jetzt, wo wir nämlich auf Tour gehen, da habe ich nämlich nicht mehr die Zeit dafür gehabt, das Video fertig zu schneiden. Leider, und ja, hier sind wir jetzt. Und weggebrannt ist die gesamte Wand hier. Naja. Zu machen. Das sind immer diese Leute, die sonst keine Hobbys haben. Genau. Ja.
hier sieht man. Hier sieht man das ganz gut. Hier war mal Waschbecken drin. Und jetzt sogar ein Desinfektionsmittelspender hier. Und wo ist es jetzt? Keine Ahnung, da würde ich jetzt ungern reinnehmen, wenn ich ehrlich bin. Waschbecken ist aber voll drin. Also, wo die anderen eigentlich hier nicht weit weg sind, dann ist es so ruhig hier. Ich merke gerade, das ist ein doppelter Holzboden. Hier geht's hoch, wie man sieht. Da will ich gleich auch noch runter, aber machen wir zum Schluss. Immer schon so richtig Keller ist. Aber ich sehe gerade. Nee, das. Leute, ihr könnt sehen. Das ist auf jeden Fall eher der Selbstmord, wenn man da runter geht. Aber Alter. Dort ist krass. Da unten. Sieht aus wie die fetteste Bunkeranlage, die ich jemals gesehen habe. Auch ganz lustig aus hier. Wie man sieht, eigentlich alles zu verbarrikadiert, aber irgendwo gibt es immer einen Eingang. Was teilweise eigentlich sogar manchmal echt schlimm ist, weil dadurch nämlich meistens alles zerstört wird, wie man hier auch sieht. Gut, vieles ist auch schon natürlicher Verfall, weil das Gebäude ist jetzt schon ewig. Gut, das ist schon heftig.
Tür gleich nochmal ganz nach unten. Da ist es nochmal krasser. Guck mal. Ajo, Merkel ist eine Sexgöttin. Also, wenn der jetzt so sagt, wird es ja vielleicht auch so sein. Hier ist eine Fischdose. Die Tür geht nicht auf. Aber hier wächst so alles rein. Das ist schon krass. Da sieht man sich auch. Ich weiß, das ist ein Text von jemand anderem. Aber das ist halt wirklich so, weil das ist halt einfach true. Da sieht man, wie die Natur sich auch Zeit für Zeit alles wieder zurückholt. Ich mal weiter diese absolut nicht gefährliche und einsturzgefährdete Treppe hoch. Weil die Enge will ich nicht, sonst habe ich den Spinnen jetzt in die Fresse. Glaube ich lieber eine gefährliche, einsturzgefährdete, die komisch wackelt. So, letzter Stock. Nach oben. Nach unten gibt es irgendwie noch gefühlt. Also nach unten gibt es noch gefühlt 5 weitere Stöcke. Nee, das ist gar nicht der letzte Stock. Oh. Okay, gut. Aber hier wieder dasselbe. Jedes Zimmer ist so relativ gleich. Deswegen, ja, Psychiatrie. Ja, Leute. Aber wie gesagt, ne, so wie das aussieht, jedes Zimmer ist gleich. Was ich aber geil finde, sind diese Lampen da oben. Die sehen voll geil aus. Ja. Dann laufen wir einfach mal weiter durch. Ja, wie gesagt, es sieht halt alles gleich aus, passt halt zum. Ja, jetzt sage ich einfach mal nix. Aber es sieht halt einfach aus wie so ein Kurhotel, Psychiatrie, Kurklinik, was auch immer. Hier halt selber alles zu. Da wächst aber auch schon alles rein. Auch voll geil. So. Where is my hat? Keine Ahnung. Drems oder Dr. Ems. Das wird auch sein. So, wie ihr seht, hier geht es keine Treppe mehr hoch. Hier ist vorbei. Aber hier. Geht's noch überall rein. Geil. Holy shit. Das sieht krass aus. Oh yeah.
Warum macht sowas zu? Weil er gesagt, warum wird sowas nicht erhalten geblieben? Also, warum lässt man das nicht erhalten? Nein, man muss irgendwie immer alles viel kaputt machen. Hier ist ja alles so alt und rustikal. Die Farbe hier abblättert. Das ist schon Hammer. Genau. Hier kommt man in diesen Neubau rein. Das ist ein anderer Wichskeller. Alter, was ist das? Holy shit! Ja, da bin ich bin halt nur so ultra penibel mit scheiß Spinnweben. Man sieht den Schwarzschimmel an den Wänden. Und dieser Keller wird immer und immer gruseliger. So länger man drinne ist, desto gruseliger wird's. Ja, also. Ja, ich bin aber auch ehrlich, ich gehe jetzt nicht durch jede Scheißtür, weil, wie gesagt, ach, ich ein bisschen Spinnen wegen penibel bin. Spinnen interessieren mich nicht, wenn ich irgendwo hängt, mache ich die weg. Aber Spinnen wegen. Bin ich raus. Alter. Das ist heftig. Hier steht auch Bar drauf. Guck mal, ich werde so krass durch. Geil. Das ist schon heftig. Hier ist auch gut gebrannt. Hier ist sogar so eine Couch. Plötzlich kam ein Geräusch, was sich so anhört, als würde mir jemand in den Nacken hauchen. Das Geräusch habe ich während der Aufnahmearbeiten nicht gehört. Oder auch nicht wahrgenommen. Ist der Boden aufgewirbelt. Alter, was ist das? Leute, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hinfilmen soll. Hier ist so ein komischer Zaun. Wie ihr seht. Irgendwie. Ja, irgendwann wird es ein bisschen schwer nach einer Zeit. Brauche ich eigentlich eine Pause. Oh, Leute, kennt euch das? Das ist wie so ein Gewölbe, so ein Rondell.
fast aus, als wäre jemand so eine Bühne gewesen oder so. So Leute, Leute, vielleicht habe ich nicht so viele Shots dieses Mal gemacht. Ich kann euch aber gerne noch ein bisschen von Aufnahmen von außen zeigen. So Leute, dann danke ich euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Krasses Gebäude. Heftig, groß. Danke ich euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Lasst natürlich ein Like und ein Abo da. Vergesst nicht, wer die Glocke und hier ist definitiv das Abo nicht wert. Und ciao. Yo Leute, hier am Ende rede ich nochmal frei heraus, ohne Skript, ohne irgendwas. Schaut auf jeden Fall mal auf unseren Twitch-Kanal vorbei. Der steht unten in der Videobeschreibung. BenuelYT heiße ich auf Twitch und heißen wir auf Twitch, wie das nimmt. Dort werden bald auch nicht nur Gaming-Livestreams oder Real-Life-Livestreams kommen, sondern auch ein Dauer-24-7-Stream, wenn ich gerade nicht streame, wird ein Dauer-24-7-Stream laufen, der die ganze Zeit läuft, solange ich Hauptsache zu Hause bin oder nicht ein ganzes Wochenende lang weg bin, weil dann wird der PC nämlich ausgemacht. Wir machen bald 6 Jahre YouTube, dann gibt es auch ein 6 Jahre später Revisit, beziehungsweise Revisits, also Wiederbesuche von mehreren Lost Places nach 6 Jahren, was echt heftig für mich sein wird, auch in der Nostalgie etc. Schaut da auf jeden Fall auch gerne vorbei, die Videos werden am selben Datum geuploadet wie früher vor 6 Jahren, also egal ob es ein Samstag ist oder nicht, dann werden die Videos geuploadet, das ist nämlich so ein Special dann. Und ja, schaut auf jeden Fall auf unseren Discord vorbei, Link in der Beschreibung, Twitch-Kanal, Link in der Beschreibung, und dann sehen wir uns demnächst. Ciao. Running my head, but they ain't never seen a mason. To be honest, I don't give a shit about your 2 cents. What I ever gotta prove to them? 'Cause time's changing, I'm playing my favorite songs. I hate you, I hate me, I hate it all. How you feel about me now? Would you wanna be me? How you feel about me now? Would you come and see me? How you feel about me now? Would you just believe me?